Jo, Mahlzeit, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Hübis Garage. So, folgendes, und zwar ist beim Corsa C die Kennzeichenbeleuchtung einseitig ausgefallen. Ja, was machen wir da? Die einfache Art und Weise, gucken, was das sein kann. Meistens ist es dann immer so, die Birne, die hinten drin ist, dass die dann kaputt gegangen ist. Kann mal sein, dass eine Sicherung rausgesprungen ist oder wie auch immer. Alles möglich, aber ich vermute mal, das fing auf Dauer schon an, ein bisschen schwach zu werden, dass die Birne jetzt wirklich den Geist aufgegeben hat und die wollen wir jetzt mal kontrollieren. Ja. Stichwort allgemein, ich sag jetzt mal Beleuchtung. Egal ob vorne, hinten, Bremse, wie auch immer, man sollte vor Fahrtbeginn eigentlich immer eine kleine Sichtprüfung machen. Das heißt, der Motor muss nicht unbedingt laufen. Einfach mal Beleuchtung einschalten, gucken, ob Standlicht funktioniert, ob das Abblendlicht funktioniert, Fernlicht. So dieses Ganze einmal durchschalten, Blinker links, Blinker rechts oder einfach nur Warnblinker anmachen, gucken, ob alles funktioniert, ob alles leuchtet. Und dazu gehört natürlich dann auch die Kennzeichenbeleuchtung. Die kann man dann natürlich ganz gut kontrollieren. Sollte man nach Möglichkeit eigentlich ganz gerne vor jedem Fahrtantritt machen. Gerade beste Beispiel, gerade in der kalten Jahreszeit, sage ich jetzt mal, sieht man das nicht allzu wenig, dass dann halt eben bei vielen Fahrzeugen entweder ist hinten die Birne kaputt oder zu 90% vorne das Abblendlicht ausgefallen. Entweder links oder rechts, ja, und damit wird dann gefahren oder das kommt auch mal vor, dass dann halt eben Abblendlicht und Standlicht ausgefallen sind. So, wie gesagt, sollte man ganz gerne kontrollieren, besser ist das. Gibt eigentlich in der Regel nur eine Verwarnung. Wenn ihr natürlich einen richtig herzlichen Sheriff dabei habt, dann seid ihr schon mal mit dem Zehner dabei. Der bittet euch denn nämlich nicht bietet, der will von euch haben. Der möchte dann ganz gerne auch mal ganz schnell einen Zehner haben. Und das ist das, was man umgehen kann, wenn man halt eben so eine Sichtprüfung macht. So, wie gesagt, der Motor muss nicht laufen. Wir machen das jetzt einfach mal. Einfach mal Licht einschalten und dann gucken wir mal. Alles klar. So, let's go. Jetzt wird's spannend. So, dazu gehen wir wie folgt vor. Einfach, wir schalten jetzt hier mal Licht an. Innen drin, die Beleuchtung funktioniert, das ist ganz gut, das ist schön, das klingt auch hervorragend. Und dann gehen wir einfach mal rundherum ums Fahrzeug. So, da könnt ihr gucken. Abblendlicht funktioniert, Standlicht funktioniert. Abblendlicht, Standlicht, genau dasselbe funktioniert. So, jetzt gehen wir nach hinten, gucken, wenn hinten einmal die Beleuchtung funktioniert. Funktioniert auch. Da sehen wir links Kennzeichenbeleuchtung kaputt. So, und zwar sieht das Ganze wie folgt aus. Das sieht dann so aus. Mit einem kleinen Schraubendreher oder mit einem spitzen Fingernagel können wir den Kollegen hier aushaken. Und dann ja, nehmen wir den mal raus. Ich hole mal einen Schraubendreher und dann gucken wir mal. So, ich will hoffen, ihr könnt das jetzt einigermaßen gut sehen. So, ich habe jetzt hier so einen kleinen Puppenschraubendreher. Hier ist so eine ganz kleine Lasche. Das funktioniert auch mit einem Phasenprüfer oder wie auch immer. Der wird eingeführt, weggehebelt. Funktioniert das eigentlich so jetzt? Da war ich nicht weit genug drinne. So, dann wird der einfach nur ausgehebelt und dann sieht das Ganze wie folgt aus. So, hier ist so ein kleiner Stecker. Ich denke mal, das könnt ihr ganz gut sehen. Der wird abgezogen. Müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen.
Problem ist, in der Regel ist alles durch die Wärme sehr brüchig, sehr poröse. Nicht poröse, sondern einfach nur porös. Ja. Und von daher kann das schnell mal brechen. Da müsst ihr dann wirklich unheimlich aufpassen. So, und dann geht das wie folgt vor. Bei dem ist das hier gedreht. Und dann wird er rausgezogen. So, und da sieht man schon die Verfärbung des Leuchtmittels. Die ist kaputt. Interessant ist natürlich, man sollte auch wissen, was für ein Leuchtmittel da reinkommt. Und zwar ist das eine 5W5 12 Volt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr möchtet, und es passen sollte, könnt ihr natürlich auch, nee, das passt nicht, das ist zu dick, ne, passt doch, könnt ihr natürlich auch so eine helle LED-Leuchte reinschrauben, sieht ganz schnieke aus. So, dann geht das Ganze wie folgt, hier sind so zwei Nasen, zwei Schlitze, da kommt er rein und wird wie folgt einfach nur gedreht, dann wird er wieder zusammengesteckt. So, bevor ich den jetzt reinschiebe, mache ich noch mal das Licht an, um zu gucken, ob der auch heil ist. So, man sieht, es leuchtet. So, dann können wir den eigentlich einbauen. Der wird einfach nur wieder reingeklimmt, reingedrückt und das Ganze war's. Das war das ganze Spielchen. Also wirklich easy going, ganz tricky. Wenn wir schon dabei sind, werde ich den auch gleich mal tauschen. Ja, werde ich den einmal tauschen und dann werde ich da auch die hellen mal reinsetzen. So Leute, ich habe mich jetzt doch dazu durchgerungen, beide im Dunkelgelben wieder einzubauen, weil ich diesen Monat, naja, dieses Jahr zum TÜV muss. Und ich hatte letztes Mal schon Probleme mit dem TÜV. Das erzähle ich euch gleich. Wie gesagt, ich habe jetzt die wieder eingesetzt. Die weißen LEDs hier, die lasse ich dann jetzt weg. Und wie gesagt, da könnt ihr das sehen. 5W5 ist die Fassung, 12 Volt. So sieht's aus. So, ja, Herrschaften, also, wie gesagt, kurze Erklärung dazu mit der Beleuchtung. Und zwar hatte ich folgendes, wie gesagt, beim TÜV hatte ich vorne LED-Standlichtband drinne und das hat er bemängelt und hat gesagt, durchgefallen. War gleich das erste, durchgefallen. Ganz klasse. Ja, was machen? Also hell in dunkel tauschen. Und so wird es mit Sicherheit bei der Kofferraum-Kennzeichenbeleuchtung genau dasselbe sein, weil das halt eben nicht in dieses normale Straßenbild gehört, dass es hell ist. Es sieht schön aus, es ist Tuning, aber illegal. Totaler Schwachsinn. Ich finde es ganz im Gegenteil, je heller es ist, umso schöner es ist und man sieht es dann besser beleuchtet. Aber die Straßenverkehrsordnung schreibt das halt eben so ins Gesetz rein und es ist so. Naja, auf jeden Fall gut. Ich habe jetzt die beiden Birnen wieder gleich. Ich habe doch das Helle gelassen. Ich habe nämlich keine Lust wieder zum TÜV oder beim TÜV so einen riesen Ärger zu bekommen. Lassen wir das. Sieht ganz gut aus. Aber das ganz normale gelbe, milchige, schnöderige Licht lassen wir denn jetzt so. So, das war jetzt auf jeden Fall die Kennzeichenbeleuchtung. Ganz easy, ganz tricky. Bei dem Modell hier ist von vielen Modellen unterschiedlich. Bei einigen älteren Modellen sind noch links und rechts zwei Schrauben. Bevor ihr die löst, einsprühen. Die gammeln ganz gerne. Und wenn die gammeln, sind die richtig festgegammelt. Und geht mit Gefühl dabei.
Bei einigen, da musst du den halben Kofferraum ausbauen. So habe ich das bei mir beim Audi zum Beispiel. Da muss ich auch das Kennzeichen muss ich abbasteln, um überhaupt daran zu kommen. Das ist schon also ultra extrem abgefahren. Kennzeichen abbasteln, damit ich überhaupt eine Bene da hinten wechseln kann. Also das ist sagenhaft. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr habt jetzt gesehen, wie das funktioniert. Kleiner Check, nur einfach mal so, auch für die eigene Sicherheit. Prüft das Licht. Alles klar. In dem Sinne, schönen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Danke, macht's gut. Glocke drücken, abonnieren, weitersagen. Fleißig gucken. Bis dann. Tschüssikowski. Das war Hübis Garage.